So, willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Need for Speed Porsche. Auf dem PC, wo wir jetzt mit dem Turnier hier weitermachen. Monte Carlo 3. 3, 2, 1, los! Jetzt mal wieder raten, warum ich hier um den Kreisverkehr hier rumfahren kann oder muss. Links rum und hinten, ne? Das ist deine erste Runde. Du bist auf dem ersten Platz. Hinten. Letzte Runde. So, hier ist Close Ratio Gearbox richtig gut. Weil hier kannst du sowieso keine Höchstgeschwindigkeit ausfahren. Also quasi die enge Übersetzung. So machen die Rennen Spaß. Du bist auf dem ersten Platz. So, erster Platz, relativ leicht, ordentlich Kohle abgestaubt, kaum Schaden. Korsika, da wird man wahrscheinlich genau der Gegenteil werden hier. Nämlich die Pest, die reinste. 3, der braucht schon Texturen. 2, 1, los! Ach Gott, so rum. Okay.
Genau, dräng mich doch ab. Und sind jetzt hier schon wieder so viele bei mir. Na? Du bist auf dem zweiten Platz. Oh, kommt noch ein Rennen? Der Schwarz. 11.000. Oh, Leute. Das ist ja die Hälfte vom Neupreis. Zwei, eins, los! Weil so schön ist die Strecke auch rückwärts.
Das waren bestimmt wieder 2000 Schaden. Fast einfacher. Genau, perfekt wieder abgeparkt hier. Abgestellt und eingeparkt. Du hast das Rennen gewonnen. Du hast das Turnier gewonnen. Oh. Jetzt kannst du mit dem nächsten Turnier fortfahren. Mann, hab ich eine Suppe. Hui. Ja. Naja, war natürlich alles eiskalt berechnet. Und ach du Scheiße, 7-6. Mann, das ist ja fast eine Nullrunde hier. Warum ist denn die Kiste so teuer? Die Gurke. So, 911 Turbo. Mir schwant Böses. 20.000 Leute. Oh, wissen wir jetzt schon wieder, dass das nichts wird. Man kann doch echt übertreiben, ey. 3, 2, 1, los! Schön, der, oh, herrlich, der wieder ausbricht. Deluxe. Traumhaft. Frei nach dem Motto, wer braucht schon Angriffsdruck? Was ist denn das für ein Quatsch hier? Ich fühle mich hier um den, mit dem letzten, um den vorletzten Platz.
Nee, da fahre ich jetzt garantiert nicht lang. Ist ja noch rutschiger. Ein Hüpfer, man kommt auf und zieht sofort rum. Das ist für ein Quatsch. Ja, großartig. Guck mal, erster. Du bist auf dem 6. Platz. So, reparieren kann ich ja schon mal gleich vergessen. Wahrscheinlich, weiß ich wie viel? Zeig doch. Nee, das lassen wir erstmal alles noch. Was für ein Unfug, was für ein totaler Unfug. Ich fahre um eine Kurve, zack, er büßt aus. Hä? Was soll denn der Quatsch? Okay. Ja. Sieht schon wieder schön nach links. Mit den hier lang. Okay.
Na, immerhin noch einen überholt. Bumm. Wie ein Käfer auf dem Rücken. Du bist auf dem 4. Platz. Und zusammen 5. Ne? Na ja, sag ich doch. So, leider muss ich jetzt reparieren, ob ich will oder nicht. Das wird richtig fies werden. Boah, 22.000. Pyrene, na gucken wir mal. Drei, zwei, eins, los! Ja, genau, danke. Och Mann, oh. Och, sag mal, ihr wollt mich doch wohl verarschen. Hat mir nicht mal ansatzweise eine Chance. Ja, toll. Dankeschön. Motor ist im Arsch. Zieht nach links, nur weil so ein Idiot mit drin fährt. Achso, das war wieder die unsichtbare Stelle. Im 6. Ich Glück habe, wo ich noch im 5. Du bist auf dem 5. Platz. Eins war noch, ne? Pff, 36.000. Bin ich pleite? Ihr Leute, bin ich pleite? Drei, zwei, eins. Los! Ja, danke.
So, warum musste ich mich jetzt nochmal so komplett im Kreis drehen? Und warum konnte ich diese Kiste nicht mehr fangen? Und wenn das auch die tatsächlichen Fahreigenschaften von den Porsches widerspiegelt, muss ich sagen, ist der 911 in den frühen Jahren ja eine absolute Scheiße. Das ist immer eine absolute Dreckskiste. Und der 944, der meines Wissens nach eigentlich einen VW-Motor aus einem Van haben sollte, mal irgendwie hier total toll. Nee, warte mal, das ist der 928, ne? Verwechsel ich jetzt gerade. Du bist auf dem 8. Platz. Du hast das Rennen verloren. So. Und Reparatur will ich gar nicht wissen, wa? 38.000, boah. Aber das ist, glaube ich, das letzte Rennen hier, ne? Ja. Und hier kann man übrigens auch Klassik-Club-Rennen machen. Da kann man dann mit seinen klassischen Wagen hier halt teilnehmen. Also wenn man das Ding hier zum Beispiel gewinnt, ja, klassische Ära nur, da könnt ihr jetzt zum Beispiel, also könnt ihr jetzt zum Beispiel sagen, hey, nehme ich den Spider, fahre ich den nur super davon? Ja, theoretisch ja, praktisch nein. Die fahren den dann nämlich auch. Also ein bisschen knifflig. Gut, na dann werde ich das nochmal offscreen probieren und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ich dann ja hier eine Chance habe, ne? Also, bis gleich. Tschüss.